Freunde, willkommen zurück hier bei Icarus. Ja, wir sind in unserer bescheidenen Hütte und sollten unbedingt Sauerstoff organisieren und B dann auch noch ein bisschen Holz für ein bisschen Lagerfeuer. Deswegen fangen wir doch jetzt hier mal an. Okay. So. Dann nehmen wir mal dich noch. Irgendwie ist das ein bisschen buggy. Wenn man da länger auf den Holzstamm noch eindrischt, das Zeug fliegt durch die Gegend. Es gibt's keinen Morgen mehr. So. Aber gelaufen ist es tatsächlich bisher recht gut. So. So, zack, zack. Packen wir noch ein bisschen mehr Holz rein. So. Was haben wir denn? Ach so, schon ein bisschen Hunger. Okay, dann essen wir doch natürlich was. Wir könnten uns eine Werkbank herstellen. So, Dankeschön. Zack, zack. Können wir doch glatt hier mal ans Fenster stellen. Sehr gut. So, hier brauchen wir Eisen, Kupfernägel. Stein. Gut, könnten wir eigentlich mal machen. Aber zuerst stellen wir uns hier mal noch so eine Fackel her. Weil die werden wir irgendwann auch mal brauchen, falls wir mal eine Höhle finden sollten. So, jetzt kommst du noch da rein. Das nehmen wir mit. So, das können wir wieder ausmachen für die erste Zeit. Ich frage mich immer, macht es denn irgendeinen Unterschied? Klar, warm, hier ist kalt. Kältewiderstand, Widerstand gegen Aussetzung. Okay. Hier jetzt der Technikbaum. Ich glaube tatsächlich, das Regenauffangbecken. Das Wasser kann direkt aus dem Becken entnommen werden oder es wird in der vorgesehenen Behälter gefüllt. Vorteil ist, dann wird man uns halt nicht vergiften, wenn wir wieder so eine giftige Plörre trinken. Lithiumoxiderz und Stein. Was können wir dann machen? Aus der Weizen können wir Mehl machen. Gemahlener Weizen, kochfertig. Jetzt wäre das Praktische, wenn man dann sehen wird, was ich mit dem Zeug machen kann. Kräuterbank. Fasern, Gift, Holzkohle. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir den Spaß hier auch brauchen werden. Das Fladenbrotteig. Backt Fladenbrot einfach ins Feuer. Ach so. Okay, ich könnte mir jetzt praktisch hier Mehl machen. Dann hier das Brot. Backt Fladenbrot einfach ins Feuer legen. Das könnte man eigentlich mal ausprobieren, Freunde. So, dann brauchen wir also somit hier ein Silizium und Stein. Kriegen wir beides hin. Haben wir nämlich vorhin schon gesehen. Wir nehmen da, so, du warst Silizium. Genau. Ich nehme mal kurz komplett mit, würde ich sagen, wenn wir schon da sind.
So, dann brauchen wir noch normalen Stein, wenn ich das so sagen darf. Nehme ich doch gleich dich. Machen wir hier einfach gleich weiter. Weil es egal ist, wo wir den Stein uns holen. Sind wir eher schon mal kaputt. Okay. Lauf davon, mein Freund. So, du mach mir doch mal hier jetzt einmal den Kollegen. Okay, und was kann ich jetzt mit dir machen? Interagieren. Organisches Harz. Baumharz. Mehl. Wenn ich jetzt hier, hat man da vorne Weizen. Genau. Gib mir mal Mehl. Jetzt kann ich doch dich da wieder reintun. Okay, dich packen wir mal da rein. Okay, ich denke, Stöcke haben wir genügend. So, Fasern, genau, Holz, genau, bla bla bla. Mehl. Und jetzt kann ich aus dem Mehl Ladenbrutten machen. Achso, nee, du bist schon an. Nee, 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 nee. Moment, Moment, Moment. Wie kriege ich das Fladenbrot? Genau, da kann ich's Mehl machen. Moment. Fladenbrot, Kräuterkunde, Bank. Kräuterkunde, Bank. Für was brauche ich? Ah, brauche ich ja gar nicht viel. Fasern. Gut, kriege ich hin. Fasern. Räumen wir jetzt wieder den ganzen Wald. So, soll da hinten an Fasern. Werkbank, gib mir hier den Kräuterkundemann. 18 Sekunden, okay. Läuft es trotzdem oder? Ah, okay, das läuft trotzdem. Gut. Oh, Durst haben wir auch schon wieder. So, du bist fertig. Ach so, für dieses Rezept werden diese Gegenstände benötigt. Wasser und Mehl. Ich habe leider keine 5 Mehl. Sprich, ich bräuchte mehr Weizen. Danke dir für deine Dienste. Was frage ich mich noch? Wo bekomme ich dann Wasser her? Kann mir natürlich gern jemand in die Kommentare schreiben. Aufnehmen. Wir schauen mal, wo hat man denn das Weizen gefunden? Es war hier drüben. Ist aber leider nicht. Der nicht sehr viel. Der mich gesehen. Ah, oh, ne, da oben kommt er. Warte mal, was macht die Pfeilkunde?
Nice. So, auf jeden Fall killen uns die Tiere noch viel zu oft. Deswegen würde ich echt sagen, wir müssen schauen, dass wir auf jeden Fall irgendwie eine bessere Waffe bekommen. Und vor allem, wir müssten auch mal gucken, was denn auch die beste Waffe hier ist. Vor allem, wie kriege ich das Wasser? Wir gucken mal. Gibt es denn auch einfach nur irgendeine... Ah ja, Trinkschlauch. Eine einfache Blase, nicht ganz wasserdicht, verschafft ihr beim Verbrauch? Oder ist es tatsächlich einfach nur dazu gedacht? Das ist halt jetzt die Frage. Ich mal eine Knochen. Giftpaste, Epoxy. Dazu brauche ich Eisen. Brauche ich halt hier wahrscheinlich nicht, gell? Kocht Essen schnell und sicher. Ein Steinofen und Stelle zur Nahrungszubereitung. Ich frage mich halt jetzt, wo ich so einen Behälter herbekomme für Wasser. Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Ein natürliches Präparat, das den Wasserbedarf des Körpers vorübergehend reduziert. Okay. Das ist ja Wahnsinn, wie viel Zeug es hier gibt. Gut, wenn ich dich noch baue, kann ich mir die Sachen noch herstellen. Deswegen verbrauche ich jetzt mal den Punkt nicht. Ja, wenn ich das hier schon 15 machen kann, das kann ich mir gleich machen. 10 Tragkapazität von Erzen, 5 Gewicht, 6 Anzugslots, Inventar. Achso, ist dann hier. Mehr wahrscheinlich, wenn ich es richtig verstehe. So, snacken wir mal wieder was. Das Feuer können wir auch mal wieder anmachen in der Zwischenzeit. So, aber das Mehl können wir trotzdem wieder leider Gottes da reinpacken. Hat leider nicht so viel gebracht, wie ich mir gehofft hatte. Demzufolge. Lederstock, das bringt noch mehr. Wie schaut es denn eigentlich hier aus mit den Pfeilen? Genau, kritischer Schaden. Okay, kritischer Schaden ist schon mal nicht schlecht. Und ich habe doch hier genau den Langbogen an der Werkbank. Achso, dazu brauche ich Holz. Bruder, sag's doch gleich. Oh, da oben ist wieder ein Büffel, dem ich wahrscheinlich aber nichts machen kann. Kann ihn zwar easygoing umlegen, und das bringt mir dann wieder nichts, weil ich ihn nicht häuten kann oder auseinandernehmen kann. Da brauchen wir offensichtlich ein besseres Messer. Wohl noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen mit dem Messer, weil wir das auch mal im Technikbaum uns anschauen können. Ja. Rein da. So, jetzt gib mir doch mal den Bogen hier. Nämlich mal vergleichen. Was jetzt eigentlich so machen? Eine Munitionskapazität. Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit ist glaube ich gleich. Munition auch. Der einzige Unterschied ist Projektilschaden. Okay, Projektilschaden ist schon mal nicht schlecht.
Und vor allem dann auch noch mit den besseren Pfeilen. 31, 35. Ja, das ist halt schon ein wahnsinniger Unterschied, was das ausmacht. Aber ich brauche halt auch Leder dazu. So, was spricht die Uhr? 18 Uhr. Dann würde ich sagen, ist Schlafenszeit. So. Neuer Tag ist am Start. Das Essen nehmen wir mal mit. Das Holz können wir eigentlich noch ein bisschen brennen lassen. Einfach nur, damit es hier nicht so dunkel ist. Aber nichtsdestotrotz wissen wir jetzt immer noch nicht, wie wir das Wasser hier hinkriegen. Gut, klar, hier kriege ich Wasser. Ein effizienter Oxidator zur Verarbeitung von Oxid zu Sauerstoff. Lege Oxid auf einen geeigneten. Ach nee, Oxid ohne einen geeigneten Behälter und das Lösungsmittel. Benötigt Schwefel als Kraftstoff. Was lege ich dann da rein? Dich, oder? Ein einfaches luftdichtes Gefäß zur Speicherung von zusätzlichem Sauerstoff. Ja, wahrscheinlich. Und da können wir trinken, speichern. Das könnten wir jetzt tatsächlich mal machen, auch wenn ich jetzt vielleicht einen Punkt hergeschenkt habe. Leder. Habe ich jetzt meine Pfeile eigentlich zerstört, oder? Nee. Ich bräuchte noch mal ein bisschen mehr Leder. Freunde, gibt es hier irgendwo noch irgendwelche Tiere? Ich werde auch ganz lieb sein. Das Steinmesser. Haben wir nicht auch. Ah, Moment, 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 Moment. Vielleicht ist es auch deswegen nicht gegangen. Weil wir haben doch auch das Knochenmesser. Genau, stärker, leichter und schärfer als ein Fett aus Stein. Und dann kann man es rein theoretisch dann auch später noch hier Eisenmesser herstellen. Speer geht wahrscheinlich auch gut ab. Oh, Projektilschaden, Crit-Schaden mit Speer. Ja, okay, geht schon gut ab, so ein Speer. So, jetzt regnet's. Jetzt wäre wahrscheinlich das Dingbecken nicht schlecht. Na ja, komm. Regenbecken, was brauchen wir? Dick Stein, Bruder. 60 Stein, Alter. Wer soll denn. Wie soll man denn 60 Stein zusammenbekommen? Schauen wir mal, ob wir es vielleicht irgendwie schaffen. Komm schon, Junge. Fast geschafft, Dude. Rein da. Gib mir ein Regenauffangbecken. Mal dann eigentlich nicht auch hier die besseren. Ah ne, Steinaxt, Steinaxt, okay, bekommt man gar nicht. Verwenden. Ich gehe mal wieder rein hier. Was ist das jetzt? Bewegungsgeschwindigkeit. Achso, okay. Dann komme ich jetzt hier hin. Halten, verwenden. Genau, jetzt kann ich das wahrscheinlich irgendwie auffüllen, wahrscheinlich mit einem Trinkschlauch, wahrscheinlich.
Genau, den ich hier herstellen kann, aber ich nicht genug Leder habe. Für mehr Leder brauche ich Tiere, aber ich denke mal da draußen. So, dann nimm mal einen Schluck. Wenn der Unterschlupf durchgestrichen ist, denke ich mir, ja, ist ja irgendwie auch logisch, weil ohne Unterschlupf, wenn es im Unterschlupf stehen würde, ist da immer noch der dicke Kollege. Ich sneak mal dahin. Du hast leider nicht die guten Pfeile. Ich weiß jetzt auch nicht, wo dein Kopf ist. Okay, gut. Der wäre erlegt, weil ich will nur wissen, ob das jetzt hier mit... Okay, es geht immer noch nicht. Nein, 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 nein. Okay, ja, das gehen wir mal schnell wieder da rein. Bei dem Wetter. Vielleicht nicht so nice. So, können wir wieder mal eine Kleinigkeit essen. Und mal da nicht vom Fleisch fallen. Na gut, da ist immer noch genügend Holz drin, würde ich sagen. Könnte ich jetzt hier... Achso, ja, stimmt, wir haben ja immer noch nicht. Und was wäre ganz praktisch, wenn irgendein Lebewesen jetzt hier mal rankommen würde? Ist auch noch mal ein Büffel. Aber wie wir gerade gelernt haben, selbst mit dem guten Messer können wir dem leider nichts anhaben. Okay, da haut ein Reh ab, warum auch immer. Ja, es ist ja fast schon wieder Sonne. Von dem her schauen wir mal, ob wir irgendwie den Wolf hier erwischen. Gut, Dankeschön. Offensichtlich hat er gerade gepennt. Das wollte ich jetzt tatsächlich nicht machen. Bruder, ich wollte dich häuten. Danke. Denn ich brauche dein Leder. Deine Knochen kannst du mir auch gleich geben. Sicher, sicher. So. Liegt der Büffel. Oha. Okay, der Büffel liegt wohl nicht mehr hier. Der Wolf dachte sich einfach mal, okay, Alter. Ich snack dann einfach mal so ein ganzes Teil weg, Alter. So, dann gehen wir mal nachgucken. Nach dem guten Bringschlauch. So, aber dich können wir mal deaktivieren. Das reicht jetzt erstmal fürs Erste. Jawohl. Bringschlauch. So, Moment. Genau. Ich kann doch jetzt da einfach raustrinken. Und kann ich jetzt aus benötigt Kraftstoff. Ah ja. Jetzt ist es offensichtlich voll. Und kann ich dann jetzt hier... Ah ja, Water, okay. Gut, hätten wir das geklärt, Freunde.
Ich bin tatsächlich jetzt ganz froh, dass wir wieder was gelernt haben. Okay, so, Wasser haben wir. Dann mit dem Mörsel kann man hier auch einiges herstellen. Mehl, Epoxy. Wie gesagt, da müssen wir mal gucken, für was man das alles braucht. Das wird wahrscheinlich alles noch im späteren Verlauf dann einem erklärt werden. Gut, da brauche ich Eisennägel und Eisenbarren. Das Praktische, wenn wir jetzt da irgendwie drüber gehen können, wenn man das so fixieren könnte, dann mit der Maus. Ich weiß ja nicht mal, wo ich Nägel herbekomme. Was lustig ist, man kann auch hier nicht draufklicken, sondern man sieht leider nur das, was man auch tatsächlich bauen kann. Ach stimmt, ich hatte es auch mal den. Achso, den braucht der Kupfer. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal was, wo wir Wasser mitnehmen können. Kochstelle. Kochstelle ist noch die Aufmerksamkeit. Schneller und nachhaltiger. Gut, das ist wahrscheinlich gleich wie am Lagerfeuer. Würde ich nicht machen. Also wir könnten jetzt entweder noch hier das Oxid-Ding nehmen. Gut, dafür brauchen wir überall Eisen. Stahlbolzen. Oha, also gehen ja richtig ab. Trinkflasche und da hätten wir dann noch Sauerstoffflasche, aber dazu brauchen wir den Spaß hier. Da wird es rein theoretisch mit ihm hier auch gehen. Jetzt schauen wir mal schnell Rang 1. Wo war der Kollege? Der Oxidator ist ein langsames, nicht angetriebenes Gerät, das durch mechanischen Druck Oxid zerkleinert. Speichert Superzellbildung zu filmen. Bist du Sauerstoff direkt. Achso, beziehst du den verbrauchten Sauerstoff direkt daraus? Okay. Also könnten wir das eigentlich auch mal machen. Ja, damit wir mal Sauerstoff mitnehmen können. Brauchen wir mehr Leder, also heißt wiederum mehr Tiere erlegen. Aber Freunde, ich würde jetzt tatsächlich die Folge hier an dieser Stelle beenden. Wir müssten jetzt wieder hier so bei 30 Minuten sein. Wir haben unsere. Okay, wir sind eh schon bald wieder Level gestiegen. Unsere Punkte verbraucht. Nice. Und ich muss in der Tat sagen, dass wir. Oh nein, da hinten ist ein Bär. Unsere Punkte. Recht gut verbraucht haben. Ich hau lieber gleich ab, bevor der Bär kommt und mich killen will. So, Freunde. Jetzt beenden wir die Folge, aber wirklich, wenn es euch wieder gefallen hat, würde ich mich über eine kleine Bewertung freuen von eurer Seite aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau, trinken haben wir, essen haben wir. Demher schaut es doch eigentlich ganz gut aus. Dann können wir nämlich auch bald noch hier, genau, ein Tier brauchen wir noch, den Kollegen herstellen. Und wenn wir ein Level up sind, wenn wir uns hier noch die Sauerstoffblase gönnen, dann haben wir auch noch Sauerstoff, den wir mitnehmen können. Genau, und hier haben wir jetzt die 10 Erfahrungspunkte genommen, damit es hier auch schneller geht. Gewichtskapazität, alle Bauteile wiegen weniger. Ertrag durch Häuten, Ertrag durch Schlachtung. Ich bin fast geneigt dazu, den hier zu nehmen. 3 Entwurfspunkte nochmal. Oder schnelleres Laufen oder Gesundheitsregeneration. Gut, Freunde, auf jeden Fall dann, wenn wir mal herausgefunden haben, wie wir hier den Speer uns gönnen können, machen wir das auch noch. Leichte Regenschauer, gut, kann ruhig machen, weil dann können wir uns vielleicht auch mal besser verteidigen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, Kommentar, liken nicht vergessen, Kommentar reinknallen, würde ich mich freuen. Und Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Folge Icarus. Bis dahin, macht's gut, euer Stevie B. Ciao.